Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Verbund-Morgengespräche. Schön, wenn Sie auch im Stream schon zahlreich bei uns zugeschaltet sind. Sie werden sich jetzt wohl schon gedacht haben, Corinna Milborn hat das letzte Mal noch ein bisschen anders ausgesehen. Kurzfristig ist sie aus Krankheitsgründen ausgefallen. Ich hoffe, Sie nehmen auch mit mir vorlieb. Mein Name ist Werner Seeger, bin einer der Nachrichtenmoderatorinnen und Moderatoren hier bei Puls 4, Puls 24. Das Thema könnte wichtiger gar nicht sein. Wir möchten heute sprechen über politische Instrumente, die uns jetzt in dieser Energiekrise womöglich helfen können. Gaspreisdeckel oder Strompreisbremse, die Merit-Order-Reform. Welche politischen Instrumente gibt es und was können sie bewirken? Und ich denke, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass die Energiemärkte jetzt vermutlich im letzten Jahr, in den letzten anderthalb Jahren, eine toxische Mischung erleben mussten. Mitte 2021 klingt im Grunde, zumindest in der westlichen Welt, die Covid-Situation ab. Eine rapide wirtschaftliche Erholung bedeutet einen steigenden Energiebedarf, der trifft aber auf mehr oder weniger ausgetrocknete Märkte. Dann natürlich die nächste große Katastrophe, ganz konkret am 24. Februar diesen Jahres. Russland überfällt die Ukraine. Es gibt es einige Staaten in Europa, darunter Österreich, die ganz besonders abhängig sind von russischer Energie oder es zumindest gewesen sind. Panikkäufe sorgen dann auf den Gaspreismärkten für richtiggehend explodierende Preise. Gut, das Ganze ist noch immer nicht fertig. Es kommt noch die Merit Order dazu, die ja im Grunde nichts anderes besagt, dass das letzte Kraftwerk, das ist dann oft ein gasbetriebenes Kraftwerk, eigentlich die Strompreise auch für alle anderen Erzeugungsformen festlegt. Und schon ist mehr oder weniger eine sehr, sehr schwierige, eine toxische Mischung für die Energiemärkte entstanden, am Ende des Tages auch für die Endkundinnen und Kunden. Darüber möchten wir sprechen. Ich begrüße sehr, sehr herzlich den Gastgeber und Vorstandsvorsitzenden des Verbundes, Dr. Michael Strugl. Schön, dass Sie da sind. Guten Morgen. Ich begrüße sehr herzlich und ich bin auch froh, dass er da ist, Herrn Dr. Martin Sellmeier. Er ist Leiter der Vertretung der Europäischen Kommission hier in Österreich. Guten Morgen. Ich begrüße zugeschaltet via Skype aus Berlin Dr. Leon Hirt, der ist Professor für Energiepolitik an der Hertie School in Berlin. Herzlich willkommen. Auch von mir guten Morgen. Und ich begrüße sehr herzlich Frau Dr. Helene Schubert. Sie ist Leiterin des volkswirtschaftlichen Referats des ÖGB. Schön, dass Sie da sind. Schönen guten Morgen. Bevor wir uns jetzt diese einzelnen Instrumente anschauen, bevor wir in die Diskussion starten, möchten wir Herrn Professor Hirt in seiner Keynote ganz genau zuhören. Er spricht jetzt über politische Antworten auf die Energiepreise. Er ist ein junger deutscher Energieökonom, der es tatsächlich schafft, Theorie mit Praxis zu verbinden. Er ist Juniorprofessor an der Hertie School in Berlin. Er war aber auch schon Market Analyst bei Vattenfall, diesem großen schwedischen Energiekonzern, und er war Mitglied der Deutschen Gaskommission, die ist Ende Oktober 2022 eben Entlastungsmaßnahmen für die deutsche Bevölkerung erstellt hat. Herr Professor Hirt, ich bitte Sie um Ihre Keynote. Sehr gerne. Ich würde versuchen, jetzt in 15 oder 20 Minuten einmal sozusagen einen wilden Ritt durch die vorgeschlagenen Maßnahmen zu machen und versuchen, so ein bisschen einen Überblick zu geben, wo wir stehen bei verschiedenen Instrumenten, bei verschiedenen politischen Eingriffen, was die Idee war, was die Probleme sind und was der Stand ist. Wir werden sicher nicht alles abdecken können. Es gibt ja hunderte Vorschläge, aber ich glaube, die wichtigsten haben wir beisammen. Jetzt gleich auf der nächsten Folie. Sieht man direkt, wenn Sie eine Folie weiterklicken, sieht man direkt einfach nochmal kurz, wo wir stehen und wie dramatisch die Situation ist. Auf einer Folie weiter. Ich habe immer noch die Startfolie hier im Bild. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Jetzt sehe ich nur noch mich. Gerne. Gut, da sind wir schon, wunderbar. Auf der Grafik wollte ich einfach noch mal kurz zeigen, wie dramatisch die Lage eigentlich ist an den Großhandelsmärkten. Das ist der, was man hier sieht, ist der deutsche Strompreis, der Jahresbase Future, also was Unternehmen zahlen, wenn sie Strom fürs nächste Jahr einkaufen. Und das ist die gesamte Geschichte des Strommarktes. Also 2003 ist dieser Markt überhaupt erst eingeführt worden. Und was man hier sieht, 2008 ist sozusagen so eine kleine Delle. Das war damals die größte Commodity-Krise in Menschengedenken. Damals hatte China die Weltmärkte an allen Gütern leer gekauft und die Preise waren sozusagen verrückt und so hoch wie nie.
Und jetzt im Rückblick sieht es nur aus wie ein kleiner Schluckauf. Und dann passierte gewissermaßen im großen Bild 15 Jahre lang fast nichts, bevor Mitte 2021 die Preise in ungeahnte Höhen stiegen und der verrückteste Moment war jetzt im August diesen Jahres erreicht, wenn der als der Basepreis Future tatsächlich an der 1.000-Euro-Marke kratzte, während sozusagen in der Vergangenheit 40 Euro normal war, also eine Preissteigerung um das mehr als 20-fache. Wenn wir auf der nächsten Folie reinschauen, sieht man ein bisschen, was in den letzten Monaten passiert ist. Wir haben ein Stück weit, ich möchte nicht sagen eine Normalisierung, aber doch eine gewisse Entspannung erlebt. Also Ende August waren diese verrückten Wochen von Preisen nahe dem dreistelligen Bereich. Und da geht es nicht um Preise in einzelnen Stunden, sondern um den Durchschnittspreis fürs nächste Jahr. Diese Preise haben sich dann sehr schnell wieder reduziert und seitdem haben wir eine Entspannung erlebt, vor allem auch, weil der Winter dann milder anfing als gedacht, dadurch die Gaspreise niedrig waren und dadurch die Strompreise auch gesunken sind. Und weil Bürgerinnen und Bürger und auch Unternehmen mehr Gas sparen, als viele Beobachter erwartet hatten. Was man hier auf der Grafik sieht, sind die Preise für nächstes Jahr in Blau, für das übernächste Jahr in Orange und für das Jahr danach in Grau. Und ich möchte diese Grafik nochmal nutzen, um ein bisschen die ganz düstere Stimmung rauszunehmen. Es gibt ja viele Leute, die in Zeitungen schreiben, ja, dieser Winter wird schlimm, aber nächster Winter wird noch viel schlimmer. Und das ist nicht das, was uns die Märkte sagen. Die Märkte sagen uns, die Strompreise bleiben schon deutlich höher, als sie historisch waren, auch noch 2, 3 Jahre in die Zukunft. Und es wird sich in deutlich höheren Kosten auch für Endverbraucher niederschlagen. Aber die Märkte sagen uns auch, dass dieser Winter wird hart, der nächste Winter wird deutlich entspannter und das Jahr darauf werden wir Preise sehen, wenn nichts Unerwartetes passiert, die nochmal deutlich darunter liegen. Also ich glaube jetzt schon, dass die kurze Frist ist der Knackpunkt und dann geht es bergauf, also bergab mit den Preisen, wenn auch langsam. Auf der nächsten Folie habe ich versucht, einmal einen ganz kurzen, großen Überblick zu geben über all die politischen Maßnahmen, die als Reaktion auf die Krise vorgeschlagen sind. Ich erwarte nicht, dass es irgendjemand jetzt hier im Einzelnen lesen kann. Ich wollte nur einmal sozusagen das große Bild zeichnen. Erstens, es wurde sehr viel vorgeschlagen. Es wurden ganz unterschiedliche Maßnahmen vorgeschlagen und man kann die sich sozusagen mal grob vorstellen in 5 Gruppen. Es gibt die große Gruppe an Maßnahmen, die dazu da sind, Endkunden zu entlasten, Strom- und Gasverbraucher zu entlasten. Und da gibt es ganz unterschiedliche Ideen, wie das geschehen soll. Dann gibt es die zweite Gruppe von Maßnahmen, die dazu da ist, Gas oder Energie im Allgemeinen Sparanstrengungen zu unterstützen, also Menschen und Unternehmen dazu zu bringen, weniger Gas zu verbrauchen und dadurch die Märkte zu entspannen. Dann gibt es die dritte Gruppe an Maßnahmen, die dazu da ist, staatliche Einnahmen zu generieren, also zum Beispiel die riesige Diskussion um Zufallsgewinne im Stromsektor, die abgeschöpft werden sollen, fallen darunter, aber auch die sogenannte Solidaritätsabgabe für Gas- und Ölunternehmen. Dann haben wir die vierte Box, sind Maßnahmen auf der Angebotsseite, die also dazu da sind, mehr Gas zu beschaffen. Dazu gehört beispielsweise der Bau von einer ganzen Reihe von schwimmenden Regasifizierungsanlagen in ganz Europa, auch in Deutschland. Das geht natürlich nur dann, wenn man eine Küste hat. Und der letzte Punkt sind Liquiditätsmaßnahmen. Und da möchte ich vielleicht gleich einsteigen auf der nächsten Folie. Und jetzt habe ich mir mal 5 Maßnahmen rausgepickt, die ich für besonders relevant halte und sozusagen diskussionswürdig. Und jetzt würde ich ganz kurz mal erläutern, wo wir da stehen, warum wir das machen und wie es da weitergehen könnte. Das Problem, diese politische Intervention lösen soll, ist folgendes. Dadurch, dass auf dem Großhandel, also an der Börse, die Gas- und Strompreise explodiert sind, aber auch die Volatilität explodiert ist, müssen Unternehmen an der Börse wesentlich mehr Sicherheiten hinterlegen. Also Unternehmen, die an der Börse früher 1 Milliarde Euro an Sicherheiten für den Fall des Zahlungsausfalls hinterlegen müssen, müssen heute vielleicht 10 oder 20 oder 50 Milliarden hinterlegen. Und das hat auch die tiefsten Taschen oft an den Rand der Liquiditätsprobleme gebracht. Und Regierungen in ganz Europa haben darauf reagiert, indem sie Notfallkredite ausgegeben haben, die die Unternehmen nutzen können, um diese Margin Calls zu bedienen. Der erste war übrigens schon letztes Weihnachten, also 2 Monate vor der Invasion. Die Krise war damals schon ziemlich akut.
Ich denke, dieses Instrument ist im Grunde richtig und wichtig und wir werden es weiter brauchen. Wir werden es vielleicht jetzt auch für die andere Seite des Marktes brauchen. Wenn die Preise tendenziell wieder fallen, dann sind es eben die Energieversorger, die an der Börse Strom einkaufen, beispielsweise die Stadtwerke, die höhere Sicherheitsleistungen hinterlegen müssen. Das könnten also die nächsten Kunden für diese Kreditlinien sein. Ich glaube, das ist ein relativ unkontroverses Instrument, relativ technisches Instrument, relativ unpolitisches Instrument, aber es ist trotzdem extrem wichtig. Auf der nächsten Folie machen wir einen großen Sprung zu dem sicherlich politischsten Instrument und dem kontroversesten Instrument diesen Jahres, nämlich der Idee, dass wenn der Gaspreis zu hoch ist, dass die Regierung einfach sagt, na dann machen wir einen Deckel auf den Gaspreis, dann verbieten wir den Gaspreis, eine bestimmte Höhe zu übersteigen. Das ist eine Idee, die viele europäische Regierungen, ungefähr 17, für gut halten. Ich halte das für genau das falsche Instrument. Ich halte das sozusagen, das ist genau das Gegenteil von dem wir brauchen. Auch wenn es so plausibel klingt, verursacht es das genau das Gegenteil. Ich möchte es ganz kurz erläutern. Wenn wir den Gaspreis limitieren an den Großhandel, dann heißt es natürlich, dass all die Unternehmen, die jetzt schon massiv Gas gespart haben, bei dem günstigen Gas dann wieder die Produktion hochfahren, wieder zurück auf Gas wechseln von Öl und die Gasnachfrage also steigt und damit die Gasspeicher leer laufen. Wir werden also am Ende die Wahrscheinlichkeit massiv erhöhen, in ein Rationierungsregime reinzulaufen. Das heißt, wo Regierungen das Gas zuteilen müssen und Unternehmen einfach abgeschaltet werden, weil es nicht genug Gas gibt. Und das ist der massivste volkswirtschaftliche Schaden, den man sich vorstellen kann. Wenn man den Gaspreis wirklich drücken will mit dieser Massivität, dann sollte man andersrum mal vorgehen, dann sollte man erst rationieren. Wenn man rationiert, also Unternehmen abschaltet, dann sinkt der Gaspreis automatisch, weil die Nachfrage nach Gas ja sinkt und dann hat man den niedrigen Preis ohne Gaspreisdeckel erreicht. Ich möchte es nicht empfehlen, ich möchte nur sagen, wenn man dahin will, dann lieber andersrum. Wie ist der Status? Auf der nächsten Folie habe ich nochmal kurz meine Wahrnehmung dargestellt, was der Status ist. Es ist sicher das Instrument, was in Europa was in Europa am schärfsten diskutiert wird. Wir haben dann einen sehr klaren Split zwischen 17 Ländern, vor allem im europäischen Süden, die das möchten. Und wir haben insbesondere Deutschland und die Niederlande, die da stark dagegen sind. Die Kommission sitzt da so ein bisschen zwischen den Stühlen. Vielleicht sollte man noch dazu sagen, dass viele der südeuropäischen Länder gar keinen lokalen Gaspreisdeckel auf ihren eigenen Strommärkten wollen, sondern die wollen Deckel auf dem holländischen TTF-Markt. Das klingt erstmal verrückt. Ist irgendwie auch verrückt. Der Grund dafür ist, dass diese Länder Langfristverträge abgeschlossen haben mit Marokko, mit Aserbaidschan, mit anderen Ländern. Und diese Langfristverträge sind gekoppelt an den TTF-Preis von Holland, nicht an den lokalen Preis in Spanien, Italien oder Griechenland. Und deswegen müssen diese Länder, haben ein Interesse daran, dass der holländische Gaspreis gedeckelt ist. Und die Holländer finden das nicht witzig, weil dann als Reaktion der holländische Gasspeicher und der deutsche leer laufen würde. Die Europäische Kommission hat eine Art Kompromiss vorgeschlagen. Zu dem werde ich gleich noch was sagen. Es ist nicht wirklich ein Kompromiss, weil ich glaube, da gibt es keinen Kompromiss. Das kann man entweder machen oder nicht machen. Wie das in Europa so ist, wir versuchen einen Weg rauszufinden. Dazu sage ich gleich noch mehr. Jetzt würde ich erstmal zum dritten Instrument auf der nächsten Folie vorgehen. Wenn man den Gaspreis nicht deckelt, dann kann man immer noch sagen als Staat, na gut, ich schieße was zu, ich mache das Gas billiger, ich mache den Strom billiger. Das ist auch ein sozusagen sehr naheliegender Gedanke, politisch attraktiv. Der hat zwei Probleme. Erstens kostet es Geld, das ist offensichtlich. Und zweitens aber sind wir in einer Situation in Europa, in Österreich, in Deutschland, zusammen mit den Niederlanden, wo wir nicht mehr Gas importieren können kurzfristig. Russland liefert nicht, Norwegen liefert so viel sie können und die Terminals, die Flüssiggas aus dem Weltmarkt beschaffen können, sind schon am Limit. Da geht nicht mehr durch. Das heißt, wenn wir jetzt Gas subventionieren in Europa, damit die Gasnachfrage erhöhen, also die Unternehmen dazu bringen, wieder mehr Gas zu verbrauchen in der Ammoniakproduktion, in der Papierproduktion, dann wird dadurch die Gasnachfrage erhöht und dadurch selber wieder der Preis an den Gasbörsen nach oben getrieben. Also anstatt das Gas günstiger zu machen, machen wir es teurer und die einzigen Profiteure von so einer Maßnahme wären die Lieferanten von Gas, also die Betreiber der Terminals und die Energieunternehmen in den USA, in Katar und in Norwegen. Also keine gute Idee, ist meine Meinung. Auf der nächsten Folie habe ich nochmal kurz zusammengefasst, wo wir hinsichtlich Energiesubventionen stehen. Ich glaube, ein umfassendes Bild ist schwierig, weil fast alle Regierungen in Europa irgendwo irgendwas subventioniert haben. Also in Deutschland gab es die leidige Debatte über dieses relativ unsinnige Instrument des Tankrabatts im Frühjahr und Frühsommer. Und ganz viele Regierungen haben da rumsubventioniert in kleinen Stellschrauben. Deutschland hat
die Mehrwertsteuersatz auf Gas reduziert. Polen hat den Mehrwertsteuersatz auf Strom subventioniert, also reduziert. Und ich glaube, uns muss klar sein, alle Regierungen denken, sie helfen ihren Bürgern. Aber zusammengenommen ist es schon einer der großen Fehler der Energiekrise. Wir haben zusammengenommen damit die Gaspreise und die Strompreise nach oben getrieben und damit sozusagen das Leben für alle anderen Verbraucher schwieriger, schwerer gemacht. Auf der nächsten Folie habe ich einmal versucht zusammenzufassen, was die deutschen Preisbremsen, also die Strom- und die Gaspreisbremse sind. Die sind zum Teil basierend aus den Empfehlungen der Gaskommission, wo ich auch selber Mitglied war. Es ist gleichzeitig auch ein politischer Kompromiss. Also diese Instrumente sind legendär kompliziert. Ich könnte da jetzt sicher 3 Stunden drüber reden und am Ende hätte immer noch niemand verstanden, was es im Detail ist. Aber der dahinterliegende Gedanke ist eigentlich ganz einfach. Der Gedanke ist, wir zahlen den Menschen Geld, den Verbraucher, den Unternehmen und den Bürgerinnen. Und zwar individualisiert. Also wer viel Gas verbraucht als Unternehmen, wer eine große Wohnung hat oder wer ein schlecht isoliertes Haus hat, kriegt auch mehr Geld. Aber dieses Geld ist pauschal. Dieses Geld ist also keine Preisreduktion, sondern dieses Geld ist eine Unterstützung, die die Haushalte behalten dürfen, auch wenn sie viel Gas sparen. Damit wird das Preissignal und der volle Gassparanreiz erhalten. Die Probleme an diesem Ansatz ist auch, das kostet viel Geld. Deutschland hat ja bekanntermaßen 200 Milliarden Euro auf den Tisch gelegt, auch für andere Instrumente, aber das ist viel Geld, das sich andere Länder nicht in dem gleichen Maße leisten können, in Süd- und Osteuropa. Und was konkret daraus in Deutschland wird, werden wir noch sehen. Das Gesetzgebungsverfahren läuft und wir werden sehen, ob die Bundesregierung den Empfehlungen der Kommission folgt, diese Zahlungen eben als ökonomische Lumpsum, als Pauschalzahlungen auszugestalten und nicht als Subvention, von der ich ja gerade erläutert habe, dass die quasi ein Schuss ins Knie wäre. Ganz anders auf der nächsten Folie sind die Spanier und Portugiesen vorgegangen. Dort wurde schon im Juni das sogenannte iberische Instrument eingeführt. Das ist eine Subvention für Erdgas, die nur für Erdgaskraftwerke gilt und die finanziert wird durch eine neue Steuer auf den Stromverbrauch. Das Problem bei diesem Mechanismus, der anfangs viele Fans hatte in Europa, zum Beispiel auch in der französischen Regierung, ist, dass der Strom auf dem Großhandel an der Börse billiger wird und damit mehr Strom exportiert wird. Der subventionierte Strom landet also zum Teil im Ausland, in Frankreich und in Marokko und gleichzeitig heizt es auch den Stromverbrauch in Spanien und in Portugal an, sodass dass der Gasverbrauch in Spanien tatsächlich explodiert ist. Also wir haben eine deutlich größere als Verdopplung, mehr als Verdopplung des Gasverbrauchs im Kraftwerksbereich in Spanien. Und das ist ein sozusagen den Gasverbrauch anheizen in der Gaskrise, die ja dadurch entsteht, dass wir zu wenig Gas haben, ist meiner Meinung nach wiederum exakt der falsche Weg, die falsche Richtung sogar, auch wenn es auf den ersten Blick plausibel scheint. Aktuell ist mein Eindruck, dass in Brüssel zunehmend Ernüchterung einkehrt bezüglich dieses Ansatzes und dass die Idee, die mal sozusagen sehr naheliegend schien, nämlich diesen Eingriff auf ganz Europa auszuweiten, jetzt erstmal vom Tisch zu sein scheint für die nächsten Wochen. Und damit komme ich zu meiner letzten Folie. Was ist denn nun in Europa auf dem Tisch? Wir haben am 13. September den nächsten Notfall-Energierat. Und was hier diskutiert wird, ist der Vorschlag der EU-Kommission eines Gaspreisdeckels. Das ist aber kein richtiger Deckel. Das ist besser zu beschreiben als ein Schutzschalter, der dafür sorgen soll, dass bei verrückten Preisen, vielleicht sowas wie im August oder sozusagen wenn der Gasmarkt kurz Kapriolen schlägt, dass man dann interveniert, auch um Marktmanipulationen und sogenannte Short Squeezes zu unterbinden. Man kennt es vielleicht von Aktienbörsen. Also wenn bestimmte Dinge passieren, zum Beispiel eine Übernahme angekündigt wird, dann wird ja der Aktienhandel von einzelnen Aktien auch mal für einen Tag ausgesetzt oder für 2. Und so ähnlich kann man sich diesen Schutzschalter vorstellen. Es ist also nicht die Idee, den Gaspreis systematisch und langfristig zu reduzieren durch staatliche Regulierung, sondern so eine Art Schutzschalter einzubauen. Die Länder, die wirklich einen richtigen Gaspreisdeckel wollen, die den Gaspreis drücken wollen staatlich, sind not amused über diesen Vorschlag und deswegen der Notenergierat am 13., der jetzt gerade eben erst letzte Woche, glaube ich, angekündigt wurde, in dem es wahrscheinlich darum geht, diesen Schutzschalter zu einem echten Gaspreisdeckel umzubauen oder eben nicht. Ich glaube, ich habe klar gemacht, dass ich von einem Gaspreisdeckel nichts halte. Dieser Schutzschalter, auch wenn er nicht unproblematisch ist, ist was man aus meiner Sicht durchaus diskutieren kann. Und damit freue ich mich jetzt auch auf die Diskussion hier in der Runde. Vielen Dank.
Vielen herzlichen Dank an Herrn Professor Leon Hirt. Sie bleiben noch bei uns quasi in der Diskussion. Und wir haben es gleich mehrfach, die Europäische Kommission, hier schon ein bisschen auch gehört. Sie haben genickt, dass der Professor gesagt hat, dieses iberische Modell ist mal vom Tisch gesamteuropäisch. Aber Herr Professor Hirt hat eben jetzt auch gesagt, nächste Woche kommt es dann zum Notenergierat. Dieser Schutzschalter, über den können wir diskutieren. Was plant hier die Kommission? Was können Sie uns da schon berichten? Also erstmal ist es sehr gut, dass Herr Hirt das so ausführlich dargestellt hat. Es ist ja in einer Krise immer die Versuchung, ganz schnell auf einen Schalter zu drücken und dann ist die Krise vorbei. Und ich glaube, das zeigen die vielen Sitzungen der Energieminister, der Europäischen Kommission, aller Regierungen Europas. Es gibt hier nicht die eine Lösung. Wir sind in einer Situation, wo Putin durch seinen Krieg und die Manipulation des Gases in Europa eine neue Situation geschaffen hat, die viele, viele Belastungen mit sich bringt, die auch gezielt Belastungen mit sich bringt, weil er will ja unsere Gesellschaft spalten. Und jetzt ist es wichtig, dass wir alle nicht einen Schnellschuss machen, sondern vernünftige Lösungen erarbeiten auf der Basis dessen, was Wissenschaftler wie Herr Hirt sehr, sehr gut ausgearbeitet haben. Und die Europäische Kommission versucht hier zwischen den verschiedenen Mitgliedstaaten jetzt seit mehr als einem Jahr zu manövrieren. Und wie Herr Hirt gesagt hat, es gibt 17 Staaten, die wollen das eine und mal sind 5 Staaten, mal sind 12 Staaten und andere wollen das andere, weil die Mitgliedstaaten der Europäischen Union völlig unterschiedliche Energiemixe haben und völlig unterschiedlich von Gas abhängig sind. Österreich gehört zu den Staaten, die am meisten immer noch heute von russischem Gas abhängig sind. Andere Staaten sind schon lange nicht mehr vom Gas abhängig. Deshalb gibt es unterschiedliche Interessen. Wir haben deshalb ganz viele Gesetzestexte auf den Tisch gelegt, um erstens zu erreichen. Das sind 3 Ziele, die wir haben. Erstens, sozial abzufedern, was augenblicklich in Europa durch die hohen Energiepreise bei den Verbrauchern und bei den Unternehmen ankommt. Das müssen wir tun, wenn wir vermeiden wollen, dass Putin uns spaltet. Ich gebe Herrn Hirt recht, nicht alle diese Pakete sind perfekt, aber wir müssen augenblicklich auch schnell einigen Bürgern und Bürgern, die sich die Rechnungen nicht leisten können, helfen, Unternehmen, dass sie nicht schließen müssen. Weil das ist schön gesagt in der Theorie, dann machen halt die Unternehmen zu. Das ist aber politisch kein tragbarer Weg. Es ist auch nicht ein tragbarer Weg, dass Menschen in die Energiearmut verfallen. Das ist das Erste. Das Zweite, was wir machen, ist, wir müssen vom russischen Gas abhängig werden. Deshalb müssen wir dramatisch Energie sparen. Das ist eigentlich das Wichtigste. Ich glaube, das hat Herr Hirt auch gut herausgearbeitet. Und ich bin froh zu sehen, dass im Gasverbrauch wir in den Monaten Oktober und November, im Oktober und November, wir in Europa um die 25% Gasverbrauch im Vergleich zum vergangenen Jahr eingespart haben. Also das ist eine ganz gute Sache. Das müssen wir weitermachen und viel stärker machen. Was natürlich teilweise milden Wetter auch gelegen haben könnte. Es liegt am milden Wetter, aber es liegt auch vor allem an den hohen Preisen. Das Preissignal sollten wir nicht unterschätzen, weil die Menschen sind ja durchaus verantwortlich. Verbraucher, die sehen, die Rechnungen sind hoch. Auch wenn ich da einen Klimabonus bekomme, drehen sie die Heizung nicht ganz auf. Die öffentlichen Gebäude, die Unternehmen sparen. Also das ist die zweite wichtige Maßnahme, zusammen mit neue Lieferanten erschließen. Das brauchen wir unbedingt, weil wir müssen ja 155 Milliarden Kubikmeter russisches Gas ersetzen. Und das können wir nur, wenn wir es gemeinsam machen. Das dritte, das wir tun müssen, wir dürfen jetzt nicht vergessen, dass wenn wir unabhängig werden wollen von den russischen Gaslieferungen, wir können jetzt kurzfristig LNG einkaufen, Flüssiggas auf den Märkten. Aber das ist so teuer und das ist sicher keine dauerhafte Lösung. Wir müssen also die Energiewende in Europa beschleunigen, auch weil wir gegen die Klimakrise kämpfen wollen. Das heißt nicht nur sparen, nicht nur sozial abfedern, sondern die Erneuerbaren ausbauen. In diesem Jahr haben wir bereits die Leistung der erneuerbaren Energieträger in Europa verdoppelt im Vergleich zum vergangenen Jahr. Wenn wir im nächsten Jahr das nochmal machen, dann sind wir einen ganz großen Schritt weiter, dass wir tatsächlich Putin am Ende sagen können, du kannst uns nicht erpressen, und gleichzeitig beschleunigen wir auch den Kampf gegen die Klimakrise, der ja die nächste Krise ist, die wir nicht aus den Augen verlieren dürfen. Jetzt überlege ich gerade, wie viel Konkretes da ist, was nächste Woche vermutlich passieren wird. All das wird nächste Woche beschlossen. Das ist übrigens auch kein Notenergieministerrat. Ja. Also zurzeit treffen sich die Energieminister alle 2-3 Wochen und das ist ausgesprochen gut. Weil Energieminister haben sich früher nicht so häufig getroffen, weil jeder durfte in seinem Land machen im Energiemix, was er wollte. Die einen haben Atomkraft, die andere Erneuerbare, die andere Kohle. Jetzt sitzen auf einmal alle paar Tage an einem Tisch und sprechen miteinander. Und vor ein paar Wochen haben alle gesagt, iberisches Modell. Dann haben andere gesagt, das geht ja gar nicht. Dann haben sie Gaspreisdeckel gemacht. Jetzt merkt man, wie Herr Hirt erklärt hat, das funktioniert gar nicht so. Also ich finde das einen wichtigen und guten und übrigens außerordentlich schnellen Prozess. Es liegen augenblicklich 6 Gesetzesvorschläge auf dem Tisch, die beschlossen werden können. Und ich bin ganz zuversichtlich, dass wir das vor Weihnachten hinbekommen werden. Also hier klingt das mal sehr, sehr positiv. Herr Dr. Stuckel, ich komme zu Ihnen. Was hier bei den Maßnahmen eigentlich von Herrn Professor Hirt noch gar nicht angesprochen worden ist, ist ja quasi diese Abschöpfung der Übergewinne, dieser Windfall Profit. Bevor wir vielleicht auf dieses Thema kommen, wie kommentieren Sie die Situation, die jetzt auch Professor Hirt jetzt ein bisschen ausgeführt hat?
da war schon sehr, sehr viel Hoffnung drin. Also auch für mich jetzt persönlich als Journalist völlig neu, dass es gar nicht mal so schlecht aussieht für die kommenden Jahre, wie man uns oft glauben macht. Teilen Sie dieses Urteil? Na, eines ist klar, wir haben es mit einer völlig veränderten Situation zu tun im Vergleich zu der Zeit vor dieser Zäsur. Und auf diese neue Situation muss man sich jetzt einstellen, sowohl auf der Angebotsseite. Es wird einfach so sein, dass die Gasflüsse, wie wir sie kannten, in dieser Form es nicht mehr geben wird. Es passiert auch etwas am Strommarkt. Das heißt, wir müssen uns gut überlegen, wie schaffen wir es auf der Angebotsseite, dass wir eine sichere Versorgung in Europa mit leistbarer Energie gewährleisten können. Und was auch richtig ist, auf der Nachfrageseite muss man sich natürlich auch überlegen, wie gehen wir mit Energie intelligent um, wie können wir auch Verbrauch reduzieren und wie können wir, das hat, da schließe ich mich dem an, was Herr Selmayr gesagt hat, wir haben ja immer noch eine Klimakrise. Wir müssen also diesen Weg zu den Erneuerbaren auch weiter absichern. Und in diesem Rahmen bewegen wir uns jetzt. Und das, was wir derzeit erleben, ist ausgehend von einer Gasversorgungskrise natürlich eine gesamte Energiekrise, auch mit sehr hohen Preisen. Da gibt es jetzt unterschiedliche Möglichkeiten, wie man dem begegnen kann. Da gibt es auch unterschiedliche Einschätzungen, wie das funktionieren kann. Und gemeinsam ist, man muss es europäisch lösen. Die Nationalstaaten alleine können es nicht bewerkstelligen. Und diesen Konsens zu finden, das hat sich herausgestellt, ist tatsächlich nicht so einfach, weil es auch unterschiedliche fachliche Einschätzungen gibt. Und da ist die europäische Gemeinschaft, die Europäische Union jetzt gefordert, zu beweisen, dass sie eine Energiekrise meistern und bewältigen kann. Und ja, da kann man mehr oder weniger zuversichtlich sein. Ich sage, ganz zufrieden bin ich nicht mit dem, was derzeit passiert. Gut, da möchte ich gerne gleich nachfassen. Ich möchte nur Sie, sehr verehrte Damen und Herren, auch erinnern, Sie tun es ohnehin schon, ich habe es gerade gesehen, aber Sie können uns natürlich jederzeit Fragen stellen. Bitte tun Sie das, wir sind im Grunde für Sie da. Also bitte stellen Sie uns Ihre Frage. Ich versuche diese Fragen dann auch möglichst schnell in die Runde einzubringen. Stellt sich das richtig ein, was die EU jetzt jedenfalls mal schon auch gemacht hat, und zwar bei 1.12. Jetzt ist in der EU-Notfallverordnung die Einführung einer Erlösobergrenze, ein Cap von 140 Euro pro Megawattstunde mit Abschöpfung von bis zu 90% auch bei erneuerbaren Stromerzeugern. Das sind Energie- und Versorgungsunternehmen wie Ihres. Bei euch ist ja nicht so teuer die Erzeugung, ist hier das Argument, weil ihr habt ja so gesehen kein Gas, ihr habt ja Wasserkraft, ihr habt Windkraft. Da nehmen wir euch jetzt was von euren unverdienten Verdiensten plötzlich wieder weg. Wie stehen Sie denn dazu? Weil das ist jetzt mal etwas, das die EU schon auch gemacht hat. Herr Selmayr hört schon mal ganz genau zu, was Sie jetzt sagen. Wie sehen Sie diese Maßnahme? Na, ein bisschen differenzieren sollte man schon. Also erstens einmal, ich glaube, es ist richtig, dass es Unternehmen gibt, die in erneuerbare Erzeugung investiert haben und das schon seit Jahrzehnten, denn das sichert auch in Österreich eine Versorgung mit Strom. Jetzt gibt es Verwerfungen auf den Märkten und man hat überlegt, wie kann man schnell hier etwas tun. Das, worauf man sich geeinigt hat auf der europäischen Ebene, ist die Abschöpfung dieser Gewinne. Ich sage mal, ich verstehe das, weil man kann ja nicht zusehen, wie sich Haushalte bis hin zur Industrie diese hohen Strompreise nicht leisten können. Man muss hier irgendetwas machen, um hier einzugreifen. Und daher ist es für uns auch nachvollziehbar, dass man hier eine Lösung sucht. Aus unserer Sicht ist die Abschöpfung die zweitbeste Lösung, weil es ein Umweg ist. Das heißt, man lässt die hohen Preise stehen. Man lässt auch die Gewinne entstehen in dieser Höhe und schöpft sie dann ab und muss dann zurückverteilen an diejenigen, die diese Hilfe brauchen. Und hofft jetzt, also wenn ich mit den Industriebetrieben spreche, dass es funktioniert. Der Nachteil ist, es kommt zu einer starken Fragmentierung in Europa, weil jeder Mitgliedstaat es anders macht.
sowohl die Abschöpfung als auch die Rückverteilung. Das heißt, wir haben hier kein Level Playing Field mehr, auch nicht für die Industrie. Das ist im Wettbewerb nicht unproblematisch. Drum wäre es uns lieber gewesen, man hätte im Markt dafür gesorgt, dass die hohen Preise gebändigt werden und dass die Industrie die nicht zahlen muss und im Übrigen dann auch die Haushalte. Aber das hat nicht funktioniert im Sinne einer Einigung, auf die man sich verständigen konnte. Aber das war der gemeinsame Nenner, die Abschöpfung, und die kommt jetzt. Und die wird man jetzt umsetzen. Wie gesagt, das ist etwas, was ich auch nachvollziehen kann. Gut wäre für die Zukunft trotzdem, wenn man auch auf der Marktseite einen Weg finden könnte, wie man zumindest temporär durch die hohen Gaspreise, die diese Strompreise nach oben treiben und mitziehen, dass man hier eine Lösung findet. Das, glauben wir, wäre der direktere Weg, wo man bei der Ursache ansetzt. Aber das ist auch nicht so einfach. Das hat Dr. Hirt hier auch dargestellt. Beispielsweise, wenn man das iberische Modell für alle Strommärkte in Europa anwenden würde, dann müsste man sich überlegen, wie schaffe ich es trotzdem, dass es zu keinem Nachfrageüberschuss kommt durch die künstlich niedrig gehaltenen Preise, etwa indem man bei der Menge eine Einschränkung macht. Und man muss auch an den Außengrenzen, etwa Schweiz, sich etwas überlegen. Und dann muss man aber die Gaskraftwerke kompensieren, die ja höhere Erzeugungskosten haben und die aber im Markt gebraucht werden für die Versorgungssicherheit. Da entstehen Ungleichgewichte zwischen den Staaten. Die einen sind mehr betroffen, die anderen weniger. Die einen profitieren, die anderen leiden darunter. Es bräuchte einen Ausgleichsmechanismus, und das ist nicht so einfach. Also, da versteht man jetzt auch ein bisschen, wie schwierig die Arbeit in der Europäischen Union ist. Das muss man an der Stelle auch sagen. Ich möchte noch gerne von Herrn Professor Hirt wissen, was er von diesem Abschöpfen der Windfall Profit hält. Jedenfalls ist das politisch, Frau Dr. Schubert, durchaus opportun. Also das wurde schon auch sehr lautstark gefordert, eben diese Abschöpfung. Da haben natürlich viele Menschen auch gesagt in ihre Richtung, naja, die Sonne kostet ja nicht mehr, die Wasserkraft jetzt auch nicht. Wieso verdient der Verbund jetzt gerade so viel? Zum Beispiel, es hatte zum Beispiel auch von Seiten der SPÖ vor allem der Rufe gegeben, dass das ja noch viel zu wenig wäre. Also die wollen Ihnen vielleicht noch ein bisschen mehr wegnehmen. Wie ordnen Sie diese Situation ein? Ist diese Übergewinnsteuer berechtigt oder sind das auch etwas differenzierter mit Herrn Strugl? Also zunächst muss ich Herrn Strugl recht geben. Ich glaube, man muss immer alles tun, damit gar nicht eine Situation entsteht, wo man Übergewinne abschöpfen muss. Zum Beispiel durch eine Reform der Merit Order, des Strommarktdesigns. Vielleicht noch ganz kurz zur Übergewinnsteuer, bevor ich einige Bemerkungen zum sehr interessanten Vortrag vom Herrn Hirt mache. Wir haben ja selbst als ÖGB und Arbeiterkammer im August ein eigenes Modell vorgestellt, das natürlich bedeutend ambitionierter ist. Also wir hätten ja über 3 Jahre hindurch die Übergewinne abgeschöpft, nämlich mit einem progressiven Steuersatz von 60-90% und das für die Jahre 2022, 23, 24. Da hätten wir ein Aufkommen um die 5-10 Milliarden Euro lukriert innerhalb dieser 3 Jahre. Das wären unsere Schätzungen gewesen. Wir hatten auch den Vorschlag eines Superabzugs für erneuerbare Energien, die man sagen, zum Zeitpunkt der Investition zu 100% abschöpfen kann. Das Regierungsmodell, wie es derzeit vorliegt, ist nicht sehr ambitioniert. Es setzt de facto eine Verordnung um, also die ohnehin verpflichtend umgesetzt werden muss. Und insofern finden wir das sehr enttäuschend. Es gibt zum Beispiel beim Besteuerungszeitraum geht man ein bisschen über die Verordnung hinaus. Aber das ist im Grunde genommen, glaube ich, hat man hier nicht wirklich nationale Spielräume genützt, um hier ein hohes Aufkommen zu generieren, das wir ja brauchen, weil wir sehr, sehr hohe fiskalische Kosten dieser Krise haben. Aber ich möchte gerne ein bisschen auch eingehen auf das Strommarktdesign und auf die Ausführungen von Herrn Hirt, die ich im Wesentlichen sehr interessant gefunden habe. Aber die Hauptthese, nämlich dass bestimmte Preisdeckel nicht zu machen sind, weil sie de facto den Großhandelspreis für Gas und Energie generell erhöhen würden, die kann ich überhaupt nicht teilen. Weil, ich finde es richtig, wenn man sich mit Ökonomen mit nicht intendierten Konsequenzen beschäftigt,
Aber ich glaube, das waren schon sehr, wie soll man sagen, theoretische, einfache Lehrbuchdarstellungen, die Sie da gebracht haben. Verschiebung, Nachfrage, Angebotskurve. Wir wissen aber, also es gibt so viele verschiedene Preisdeckel. Also wenn ich zum Beispiel auf das iberische Modell zu sprechen komme, das im Übrigen seit mehr als einem Jahr in den europäischen Gremien, in den diversen Energieministerrat, europäische Räte diskutiert wird. Ich halte das wirklich für einen kapitalen Fehler, dass mit Beginn der Energiekrise und spätestens mit Kriegsbeginn und mit den Sanktionen man hier nicht sofort den Gaspreis für die Stromproduktion gedeckelt hat. Warum? Weil die Energiepreise stehen, das sind systemisch relevante Preise, die stehen am Beginn einer Wirkungskette, wo sie dann auf andere Güter, Dienstleistungen kaskadieren. Ich spreche jetzt als Ökonomin dazu. Und wenn wir zum Beispiel, und da gibt es auch eine Studie dazu, wenn wir den Strompreis frühzeitig halbiert hätten, hätten wir bedeutend niedrigere Inflationsraten, höheres Bruttoinlandsprodukt etc., etc., niedrigere fiskalische Kosten. Also ich glaube, es ist sehr interessant, was er hier dargelegt hat, aber das ist halt die Perspektive aus der energiepolitischen oder energieökonomischen Perspektive. Wenn man die gesamte Volkswirtschaft da im Blick hat, kommt man dann schon zu ganz anderen Schlussfolgerungen. Herr Professor, vielen herzlichen Dank, Frau Dr. Schubert. Herr Professor, das geht natürlich ganz klar an Sie. Bitte Ihr Argument dazu. Also ich glaube, es ist leider überhaupt nicht so, dass es sozusagen Lehrbuchargumente sind, die in der Wirklichkeit keine Resonanz finden oder nicht existieren. Und vielleicht reicht ein Blick über die ungarische Grenze. Ungarn ist ja das Land, was massiv Preisdeckel eingeführt hat, überall in allen möglichen Aspekten, um die Verbraucher zu schützen. Und ich bin natürlich sympathisch und teile auch den Wunsch. Wir alle wünschen uns niedrigere Energiepreise und wir alle wünschen uns weniger soziale Konsequenzen und weniger Verwerfungen in der Industrie. Aber es geht ja hier nicht um ein Wunschkonzert. Es geht ja nicht darum, dass wir sagen, es wäre besser eine Welt, wo alles günstiger wäre und die Inflation niedriger wäre, weil diese Welt können wir uns nicht herbei wünschen. Was in Ungarn passiert ist, Ungarn hat versucht, die Benzinpreise zu reduzieren, indem sie einen staatlichen Preisdeckel eingeführt hat. Die Konsequenz war sofort, dass Benzin knapp wurde, weil die Unternehmen nicht mehr bereit waren, zu dem Preis genügend Benzin zu verkaufen. Es gibt Schlangen vor Tankstellen. Die Leute haben nicht genug Benzin und müssen ewig warten. Die ökonomischen Konsequenzen von solcher Verknappung ist immens. Einfach, dass Menschen sozusagen Stunden und Tage verbringen, damit Benzin zu suchen, Unternehmen nicht mehr genug Benzin haben. Heute Morgen kam die Nachricht, die Regierung hat den Preisdeckel aufgehoben. Die Regierung hat eingesehen, dass es sozusagen kontraproduktiv ist. Der Preisdeckel wird fallen, um die Benzinknappheit zu bekämpfen. Wer also glaubt, dass die Effekte von Preisdeckeln theoretischer Natur ist, sollte sich tatsächlich einfach mal den ungarischen Fall anschauen oder die Hunderten oder Tausenden anderen Beispiele aus der Wirtschaftsgeschichte, wo Länder versucht haben, Preise staatlich zu regulieren. Die Länder, die das ja aktiv machen im Moment und damit gegen die Wand fahren, glaube ich, so muss man sagen, sind zum Beispiel die Türkei und Venezuela. Und ich glaube, wir sind in Europa gut daran bedient, dass wir den Preissignalen ihre Arbeit machen lassen und die nicht sozusagen staatlich deckeln. Ich würde noch mal kurz was sagen. Die Frage kam ja auf zu dem Instrument, was tatsächlich vielleicht der größte europapolitische Einigung war, das Abschöpfungsinstrument von Übergewinnen im Stromsektor. Ich glaube, es sind zwei Sachen wichtig dazu zu sagen. Erstens, es gibt nur einen einzigen Ausweg aus dieser Krise. Alles das, was wir gerade besprechen, sind alles Pflaster, die vielleicht die Schmerzen lindern können. Es sind Aspirin, aber mehr nicht. Es ist keine Heilung, es ist kein Antibiotikum. Der einzige wirkliche Ausweg aus der Krise ist, wir müssen uns aus dieser Krise herausbauen. Der Ausweg aus der Krise führt über massive Investitionen in Wind- und Solarenergie. Und alles, was wir tun, was diese Investitionen verlangsamt oder reduziert, wird die Krise verschlimmern und verlängern. Leider ist es so, dass die meisten Instrumente, die wir jetzt diskutieren und einführen, um die Krise zu mildern und deren Konsequenzen zu mildern, genau das tun. Wenn wir die Gewinne im Stromsektor abschöpfen, führt das natürlich dazu, dass Investoren verunsichert sind, weil die wissen, bei der nächsten Krise, wo ich eigentlich meine Kosten wieder reinholen würde, wird vielleicht wieder abgeschöpft. Und durch die Abschöpfung im Stromsektor werden wir auch eine Reduktion der dringend notwendigen Investitionen in Energieeffizienz, in Windenergie und in Solarenergie sehen. Das heißt, das alles ist schon
eine Abwägung. Wir müssen uns klar sein, wir brauchen das Geld, wir wollen das Geld an betroffene Bevölkerungsgruppen und Unternehmen ausschütten, um die finanziellen Leiden ein wenig abzumildern. Aber gleichzeitig muss uns klar sein, eine Abschöpfung wird auch immer die Investitionsbereitschaft senken und Investitionen sind das Wichtigste, was wir im Moment brauchen. Danke, Herr Professor Hirt. Da wollte es noch einen kurzen Widerspruch auf den Widerspruch geben, ja, zum Thema ungarischer Spritpreistag. Ungarische und ungarischer Spritpreis. Ich habe mir das ungarische Beispiel sehr genau angeschaut. Ein Preisdeckel muss intelligent ausgestaltet sein. Das heißt, er muss natürlich mit Verbrauchsbeschränkungen verbunden werden, wie wir es in den 70er Jahren hatten, autofreier Tag. Das heißt, da bin ich völlig Ihrer Meinung, dass man kann nicht den Preis deckeln und dann steigt natürlich die Nachfrage, das ist klar. Das heißt, das muss sich verbinden, so wie wir das sehr mit sehr intelligenten Preisdeckeln in anderen Ländern auch machen, nicht sozusagen bei unserem ÖGB Energiekosten, Energiepreisdeckel, nicht, wo wir sagen, wir deckeln den Grundverbrauch und alles darüber hinausgehen, da kann man den Preis lassen. Ja gut, aber das ist jetzt ein theoretisches Modell, das praktische Ungarische hat ja nicht funktioniert. Nein, das praktische hat nicht funktioniert, aber man muss schon auch dazu sagen, ich meine, ich habe in Ungarn Abwertungsdruck, also ich sage nur, die Inflations die hohe Inflationsentwicklung hat sehr, sehr viele Ursachen. Eine davon ist natürlich auch im Lebensmittelbereich. Da wurden ja die Preise für die Grundnahrungsmittel gedeckelt, aber die Unternehmen haben dann die Preise quasi aufgeschlagen auf die anderen Güter. Aber das bedeutet, wir sind, wenn wir in die Richtung Bewältigung der Energiekrise, Preisdeckel, um eben, es geht ja de facto um die Absicherung der Bevölkerung und um den Halt der Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft. Ja. Wenn wir hier deckeln, müssen wir natürlich gleichzeitig alles tun, damit auch Sparanreize wirksam werden. Und das andere ist mit dem iberischen Modell, da muss ich wirklich widersprechen, weil es gibt eine ganz aktuelle Studie der österreichischen Energieagentur. Entschuldigen Sie bitte, darf ich das vielleicht gleich ein bisschen mit einer Frage kombinieren aus dem Publikum, weil das scheint eben das iberische Modell, das scheint hier schon ein bisschen die Gemüter hochgehen zu lassen. Eine Frage aus dem Publikum, aus dem Stream kommt jetzt an Sie, beziehungsweise auch an Herrn Professor Hirt. Der Gasverbrauch in Spanien, Portugal sei vor allem gestiegen, weil die erneuerbaren Produktion weniger ergiebig war und Frankreich aufgrund der Situation mit den dortigen AKW, sprich keine Kühlung, zu wenig Wasser, selbst Strom importieren musste, mehr als geplant. Die Nachfrage macht laut einer Studie der AEA, ich lese das jetzt so einfach vor, nur ein Zehntel aus. Die Strompreise sind auf die Iberischen Halbinsel niedriger. Bei einer europaweiten Einführung wäre der Abfluss in teurere Strompreiszonen, das hat der Professor Hirt ja auch gemeint, natürlich dann kein Problem mehr. So, was können Sie zu dem sagen? Ich wollte genau die Ergebnisse dieser Studie wollte ich präsentieren. Schauen Sie, passen wir gut zusammen. Das passt gut zusammen, weil ich glaube, also ich kann diese Argumente nicht nachvollziehen, dass man sagt, ich meine, wir wissen natürlich, im Zuge der Umsetzung des iberischen Modells ist tatsächlich die Gasnachfrage und die Stromnachfrage gestiegen. Aber wie Sie jetzt richtig gesagt haben, nur ein Zehntel war eben wirklich quasi darauf zurückzuführen, auf den originären höheren Anstieg, also einen Anstieg der Stromnachfrage. Mhm. Der Rest waren, wie Sie ja wichtig sagen, nicht die Windkraft, also es ist zu wenig Wind gewesen im Sommer. Ja. Und die Stromnachfrage war vor allem auch deswegen so stark, weil der Winter ein sehr heißer war und die Kühlanlagen vollgelaufen sind, also den ganzen Sommer. Der Sommer, also ich sage, da muss man, glaube ich, also ich weiß, es ist immer schwierig, ökonometrisch das alles auseinanderzuhalten, aber ich glaube schon, dass man, ich meine, auch der Herr Hirt hatte das auch sehr, sehr schön gezeigt, bin ja sehr froh, dass es diese Folie gab zur Liquiditätsunterstützung. Ich meine, das muss man sich einmal vorstellen. Aufgrund dieses dysfunktionalen Strommarktdesigns gab es an diesem Black Friday, das war der 26. August, die absurde Situation, dass die Sicherheitserfordernisse insgesamt für die also waren insgesamt an die 10% vom
EU-BIP. Ja? Also das hat ja auch, ich meine, ich sage nur, wenn das so weitergegangen wäre, aber, das hätte ja, das Finanz, ja, die Finanzstabilität, dann, und deswegen ist es so wichtig, europäische Lösungen hier zu haben. Ich beende jetzt, wenn ich darf, den ersten Disput zwischen Ihnen beiden, Herr Professor Hirt und Ihnen, Frau Dr. Schubert, mal für beendet. Zum Marktdesign müssen wir natürlich auch kommen. Herr Sellmeier, Sie haben es schon mehrfach aufgezeigt, wohl auch, weil hier so ein bisschen der Wunsch nach der europäischen Lösung da, was Sie da machen, wird das iberische Modell doch rollen. Das auf ganz Europa aus, und der ungarische Spritpreisdeckel, der hat nicht funktioniert, dann hätte man aber schlauer designen können. So, jetzt werden Sie am Wort, bitteschön. Es ist gut, dass wir in Europa nach gemeinsamen Lösungen suchen. Mhm. Und ich finde es spannend, dass man in Österreich auf einmal iberisch sein möchte. Das ist großartig. Wir sind auch ein bisschen Südländer hier. Wir kommen langsam zusammen in Europa. Ja. Nur all diese Modelle lösen ein Grundproblem nicht. Es kommen auf einmal 155 Milliarden Kubikmeter weniger Gas nach Europa als vor der Krise, weil Putin einen Krieg angefangen hat und das Gas manipuliert hat. Und da führt keine Bremse, kein Deckel, nichts führt darüber weg. Es ist einfach weniger da. Es sind 40% weniger Gas da. Und das heißt, was mache ich dann jetzt? Wenn ich jetzt in dieser Situation einfach einen Deckel drauf mache, weil ich sage, ich möchte weniger bezahlen, dann kommt noch weniger Gas nach Europa. Also wir müssen einmal überlegen, und was das bedeutet. Und vor allem ein Land wie Österreich sollte vorsichtig sein, das zu verlangen, weil Österreich ist immer noch zu 20% von russischem Gas abhängig in diesem Jahr. Nächstes Jahr werden wir sehen, wie das sein wird. Also Achtung, Achtung, dass wir uns nicht ins eigene Fleisch schießen. Es liegt übrigens nicht an irgendeinem dysfunktionalen Marktdesign, dass wir auch wirklich hohe Preise haben, sondern es liegt daran, dass einer einen Angriffskrieg geführt hat, der gleichzeitig ein großer Energielieferant ist, von dem sich die vergangene Politik leider in übermäßigem Maße abhängig gemacht hat. Da müssen wir raus. Das heißt, wir können jetzt und müssen an den Symptomen augenblicklich kurieren. Und das geht leider nicht anders, dass man jetzt Auszahlungen macht, dass man natürlich die sozial Schwächeren schützt. Und deshalb muss es auch Abschöpfungen zurzeit von Gewinnen geben. Danke für Ihr Verständnis, Herr Strobel. Das ist sicher keine normale Situation. Es ist auch keine normale Situation, dass jeder Haushalt auf einmal 500 Euro pro Person durch die Post zugestellt bekommt. Teilweise auch Haushalte vom Verstorbenen, ne? Das ist eine eigene Geschichte. Ja, lassen Sie mich mal was Positives dazu sagen. Ein Land wie Österreich hat es geschafft, in 6 Wochen an 8,3 Millionen Bürgerinnen und Bürger 500 Euro pro Person auszuzahlen. Das ist eine großartige logistische Leistung. Hilft uns auch übrigens, alle Kosten bis Ende des Jahres aufzufangen und ein bisschen die soziale Spaltung, die hier Putin erreichen will, das will doch Putin erreichen, die zu beseitigen. Aber nochmal zurück. Es ist nicht das Marktdesign, was kaputt ist. Das Marktdesign hat über Jahre lang hervorragend funktioniert. Wir müssen sicher in die Zukunft dran denken, wie ohne Gas der Energiemix und ohne fossile Energieträger funktioniert. Das ist eine große Aufgabe für die Zukunft. Aber jetzt bitte keine Schnellschlüsse und sagen, also auf einmal Merit Order abschaffen. Merit Order, ich glaube, die meisten Leute wissen gar nicht, was Merit Order ist. Von einem halben Jahr wusste keiner, wie man das schreibt. Und jetzt weiß er, gerade haben die 27 Staats- und Regierungschefs, alle Chefs Europas, ob sie Sozialdemokraten oder Christdemokraten oder Liberale sind, in Brüssel zusammen und eine wichtige Entscheidung getroffen. Wir machen jetzt alles. Wir werden auch mittelfristig über das Strommarktdesign nachdenken. Aber einstimmig haben sie beschlossen, inklusive Spanien und Portugal, auf keinen Fall, wenn wir jetzt am Merit-Order-Prinzip etwas ändern, was die Grundlage dessen ist, dass wir einen stabilen Energiemarkt in Europa sogar in diesen jetzigen Krisenzeiten haben. Überlegen Sie, wir nehmen ja überall die Gaskraftwerke jetzt raus. Ne? Also ich meine, das wäre ein Wahnsinn, dann würde augenblicklich die Energieversorgung zusammenzubringen. Also Energieversorgungssicherheit ist augenblicklich die oberste Pflicht der Energiepolitik. Zusammenarbeit über die Grenzen, dass nicht in einem Land auf einmal das nicht funktioniert und die sozial Schwächeren augenblicklich mit vielen staatlichen Unterstützungsleistungen unterstützen, damit die Gesellschaft nicht gespalten wird und auf keinen Fall Entscheidungen treffen, die wie das iberische Modell dazu führen, dass wir weniger Anreize haben zu einer Energiesparen. Dann machen wir das Gegenteil, was wir machen sollen, nämlich die Energiewende beschleunigen. Also Achtung vor Schnellschüssen, und ich bin froh, vielleicht noch ein letztes Wort zu Herrn Hirt, weil das ebenso gesagt worden ist, als ob der so ein abstrakter Akademiker ist, was er da eben gesagt hat, wir müssen das alles in der Demokratie durchsetzen, aber entspricht dem, was wir von den besten Energieexperten, den Regulatoren aus allen 27 Mitgliedstaaten hören. Das ist also nicht eine isolierte Lehrbuchmeinung, sondern das ist das, was wir hören. Und wir als Europäische Kommission tun uns nicht immer leicht damit, all das zusammenzubringen. Und Gott sei Dank lernen wir im Energieministerrat jeden Tag voneinander und vermeiden diese Schnellschüsse und machen, glaube ich, in den nächsten Wochen jetzt genau das Richtige, was die Preise runterbringen wird. Ein bisschen ist das schon gelungen, aber auch weiterhin Energie sparen und die Erneuerbaren ausbauen. Denn das müssen wir machen. Wir dürfen nicht die Symptome nur kurieren, sondern wir müssen vor allem jetzt die Ursachen
Ursachen schaffen. Die sind nicht im Marktdesign, sondern die liegen an der Abhängigkeit vom russischen Gas, das vergangene Regierungen in ganz Europa leider in vielen Ländern hergestellt haben. Und eben auch hier in Österreich, da hat man ja noch Österreich auch gerne getanzt. Ist nicht alleine, aber auch Österreich hat es getan. Aber Österreich hat das sehr gerne gemacht. Aber ich nehme da trotzdem sehr viel Positives raus, wenn ich das darf. Aber erwarte mir natürlich jetzt ein bisschen Widerspruch von Frau Dr. Schubert. Sie haben natürlich vollkommen recht, Herr Sellmayr. Die allermeisten Menschen wissen gar nicht, was die Merit Order ist. Sie sind sich jetzt aber ganz, ganz sicher, dass sie nicht funktioniert. Am Beispiel Energiepreise. Da vertraue ich aber Frau Dr. Schubert oder Ihrem Urteil natürlich schon deutlich mehr. Sie haben es vorher schon angesprochen, also wenn ein Zehntel des EU-weiten BIPs hier plötzlich zu Spielgeld jetzt für den Laien, laienhaft ausgedrückt, plötzlich wird, dann scheint ja dann doch irgendwas am Markt nicht zu stimmen. Herr Sellmayr möchte mittelfristig vielleicht ein anderes Design überlegen, aber möchte den Markt doch festhalten. Warum Sie nicht, Frau Schubert? Nein, ich denke, die Energiepreise, die wir sehen, hängen nicht nur mit Knappheiten zusammen. Da gibt es sehr, sehr viel an spekulativen Übertreibungen und insbesondere das Strommarktdesign. Da hat ja selbst die Präsidentin von der Leyen genau vor einem halben Jahr, das war am 8. Juni, gesagt, dieses Marktsystem funktioniert nicht mehr. Das müssen wir ändern. Das war vor einem halben Jahr und wir haben heute noch immer keine Lösung für diese Problematik. Und mit ein Grund war wahrscheinlich, dass auch die, wie das der Herr Hirt gezeigt hat, sich die Preissituation verändert hat. Hängt im Übrigen auch mit Zero Covid und China zusammen, weil die sehr viel an Gas, das sie an den Terminmärkten eingekauft hatten, wieder verkauft haben. Aber ich sage nur, das ist eine temporäre Situation. Und jetzt steigen ja seit November die Gas- und Strompreise wieder. Und wir haben noch immer keine effektive Lösung für das Problem. Jetzt ist es die Problematik die, dass die Länder in gewisser Weise dann zur Selbsthilfe greifen, was ich auch problematisch finde, weil ich glaube, wir brauchen eine europäische Lösung für die Dinge. Und was macht Deutschland? Deutschland hat eben die Gaspreisbremse, Strompreisbremse, was einzigartig ist auch für die Unternehmen, was natürlich auch für die österreichischen Unternehmen, es gibt auch andere Länder, die sehr viel Industrie haben, osteuropäische Länder, ein enormes Wettbewerbsproblem dasteht. Und aber Deutschland blockiert gleichzeitig eine Reform des Strommarktdesigns auf europäischer Ebene. Und das, finde ich, ist inakzeptabel aus meiner Sicht. Und zum Beispiel auch wieder zu diesen Preisdeckeln. Man kann nicht sagen, Preisdeckel führen immer dazu, dass die Preise steigen und wir wollen ja steigende Preise, um die Energiewende voranzutreiben. Also erstens einmal, Marktinstrumente allein werden die Energiewende nicht zustande bringen. Ja? Also Herr Hirt hat ja selber gesagt, Herr Hirt hat ja selber die Nachfragekurve sehr unelastisch dargestellt. Ich möchte auch noch mal auch aus Gewerkschaftssicht anmerken, dass die obersten 10% für einen großen Teil der CO2-Emissionen verantwortlich sind. Wenn sie da die Preise stark erhöhen, hat das im Hinblick auf die Nachfrageeffekte sehr geringe Auswirkungen. Und ich glaube, man muss natürlich auch die Bevölkerung schützen und auch und ich denke, es ist wichtig, und da komme ich noch einmal auf das ungarische Beispiel, es ist immer die Frage, wie designe ich einen Preisdeckel, ja? Also der deutsche Gaspreisbremse, über die wir ja jetzt noch nicht im Detail gesprochen haben, halte ich für sehr problematisch. Da wäre ich auch gespannt, was er hier dazu sagt. Das ist ein Beispiel, der hier ja auch mitgearbeitet hat. Aber ich meine, wir haben in unserem ÖGB-Modell Energiekostenbeitrag gesagt, ein geringer Grundverbrauch, da gibt es einen Deckel, damit die Grundversorgung sich alle leisten können und alles darüber hinausgehend obliegt den hohen Marktpreisen. Im deutschen Modell habe ich 80% des Verbrauchs, de facto des Verbrauchs, der für die Septemberrechnung quasi relevant war. Und das halte ich für sehr problematisch, auch verteilungspolitisch problematisch, weil dann wirklich der Villenbesitzer hier nicht wirklich also ich sage nur, das ist auch kein guter, von den Anreizmechanismen her, glaube ich, ist dieser Aspekt sehr problematisch. Der Herr Sellmayr möchte dazu gerne etwas sagen und da muss ich gleich eine Frage anhängen. Das ist schon selten, dass in einem Fernsehstudio in Westeuropa ungarische Politik oft als positiv erwähnt wird. Das ist vielleicht auch für Sie eher selten. Aber Sie wollten dann noch etwas dazu sagen. Ich wollte nichts Positives über die ungarische. Ich habe im Gegenteil. Ich habe gesagt, diese Preisdeckel sind nicht gut designt gewesen. Ach so nicht gut designt. Nein, gut. Die waren nicht aber ich habe es schon öfter als Vorbild quasi wahrgenommen. Also ich bin der Auffassung von Frau Schubert, dass wir das ungarische Modell kein Modell ist. Ja. Ne? Also ich, okay. Ich würde eher da in andere Nachbarländer schauen. Aber nochmal, wir müssen, glaube ich, aufpassen, dass wir hier nicht Ursache und Wirkung verwechseln.
Natürlich brauchen wir mittelfristig eine Reform unserer Strom- und Energiemärkte, weil einfach der Anteil der Erneuerbaren stärker wird, die fossilen rausgehen. Das ist Teil des europäischen Green Deals. Das ist das, was Kommissionspräsidentin von der Leyen gesagt hat. Das ist aber keine Antwort auf die jetzige Energiepreiskrise oder die, die wir im August hatten. Die übrigens hauptsächlich dadurch verursacht worden ist, dass Putin auf einmal Nord Stream 1 abgestellt hat und dann auf einmal anderthalb Pipeline in die Luft geflogen sind. Das macht etwas am Energiemarkt. Wenn einer permanent am Gashahn dreht, ihn etwas aufdreht, ihn wieder zudreht, das führt dazu, dass, natürlich gibt es sicher auch Spekulanten, aber das ist der Hauptmanipulator. Und das sollten wir bitte nicht ausblenden. Es gibt keine Reform des Energiemarkts, kein EU-Beschluss, der an dieser Geschichte etwas ändert, bis wir nicht aus dem russischen Gas ausgestiegen sind. Deshalb Achtung, in die Erneuerbaren hineingehen ist ein mittelfristiges, langfristiges, prioritäres Ziel der ganzen Europäischen Union. Wer aber glaubt, dass ich jetzt in 3 Wochen den Energiemarkt völlig neu mache, ich glaube, da wäre Herr Strugel auch gar nicht glücklich, wenn wir das machen würden, weil das ist ein komplexer Markt. Es gibt hunderte von Marktteilnehmern und den wollen wir übrigens nicht wieder verstaatlichen. Ich möchte das nochmal sagen. Die Öffnung der Energiemärkte in Europa hat den Verbrauchern extrem viele Vorteile gebracht und hat übrigens auch die Erneuerbaren in den letzten Jahren stark gefördert. Das sollten wir bitte nicht aufgeben. Also nicht jetzt das Kind mit dem Bade ausschütten, weil Putin den Energiemarkt manipuliert. Wir wären doch dumm, wenn wir Europäer uns jetzt unsere erfolgreichen Modelle kaputt machen, weil einer anfängt, Krieg zu führen. Also hören wir auf das, was Herr Hirt gesagt hat, das ist, glaube ich, sehr gut erklärt. Und verwechseln wir nicht das, was wir jetzt kurzfristig machen müssen, um die Symptome zu kämpfen und langfristig, um aus den russischen fossilen Brennstoffen auszusteigen. Da waren schon sehr, sehr viele Themen drinnen, wo ich sehr gespannt bin, was Sie, Herr Strugel, dazu sagen. Sie haben doch gemeint, jetzt natürlich nicht verstaatlichen den Strommarkt, dennoch profitiere ich jetzt als Republik Österreich vom Verbund sehr. Das sind Ihre Zahlen. Im kommenden Jahr wird der Bund, die Republik, durch den 51% Anteil, den der Staat ja an Ihnen hält, 600 Millionen Euro an Dividende von Ihnen erhalten. Dann noch Gewinnsteuern, KÖST, rund 750 Millionen Euro. Der Verbund wird 2023, also im kommenden Jahr, dann mehr als 2 Milliarden Euro an die Republik überweisen. Und jetzt die Frage an Sie. Wir haben über das Strommarktdesign gesprochen. Funktioniert das nicht für Sie als Unternehmen hervorragend und in weiterer Folge durch die Staatsbeteiligung in Österreich auch für die Republik? Also zum einen, wir müssen alles tun, um mehr erneuerbare Erzeugung in ganz Europa zuzubauen und das möglichst schnell. Da gibt es, glaube ich, auch in dieser Runde Konsens. Mhm. Das wird uns helfen, die Klimaziele zu erreichen. Es wird uns aber auch helfen, wieder auf ein rationaleres Preisniveau zu kommen. Denn diese Erzeugung ist die billigste und günstigste Erzeugung. Und je schneller wir zusätzliche Kapazitäten integrieren in diesen Markt, desto besser. Da schließe ich mich auch dem an, was Professor Hirt gesagt hat. Wir sagen, die Energieerzeuger, die Unternehmen müssen und werden ihren Beitrag zur Bewältigung dieser Krise leisten, nicht nur indem sie investieren, sondern indem sie auch dazu beitragen, dass die sozialen Folgen mitigiert werden, wenn jetzt abgeschöpft wird, wenn zusätzliche Mittel mobilisiert werden, um den Unternehmen und den Menschen zu helfen, dann bekennen wir uns auch dazu. Man muss es aber klug und mit Augenmaß und mit Umsicht machen. Was Professor Hirt gesagt hat, ist, es ist natürlich auch immer ein Signal, ob Investitionen attraktiv sind und wir investieren in diese Technologien oder nicht. Ich kann mich noch erinnern an eine Zeit, als der Preis 2 Cent war für die Kilowattstunde. Da waren viele Erzeuger am Limit. Mhm. Sie erzeugten zum Teil sogar unter über Marktpreis. Und ich habe den Staat damals nicht angetroffen, zu sagen, wir helfen euch jetzt, aus dieser Situation herauszukommen. Also es gab damals keine Untergewinne oder ich weiß nicht, wie man es dann sagen müsste. Das heißt, der staatliche Eingriff, man muss es sich gut überlegen. Jetzt ist es so, wir werden das auch entsprechend umsetzen. Aber stellen Sie sich einmal vor, man hätte den Pharmaunternehmen in der Covid-Krise gesagt, wenn ihr Geld investiert in Forschung für Impfstoffe und ihr macht dann damit Gewinne, nehmen wir euch das wieder weg. Hätten die dann Anteil, investiert? Ne? Ja. Wohl nicht. Daher, das ist eine schwierige Frage. Was die Merit Order betrifft, da darf man dieses System nicht zu Unrecht verteufeln. Es hat 20 Jahre lang dafür gesorgt, dass in Erneuerbare investiert wurde, genau, und dass die Versorgungssicherheit auch gewährleistet wurde. Was jetzt nicht funktioniert, und das ist Tatsache, durch die hohen Gaspreise kommt es hier zu Verwerfungen. Die
zwar nicht ein Marktversagen darstellen, aber politisch unerwünscht sind. Niemand will diese hohen Preise, die allein durch eine Gasknappheit getrieben sind. Und daher ist eine Entkoppelung von Gaspreis und Strompreis auch aus unserer Sicht ein vernünftiger Weg, der aber nicht ganz so einfach ist. Also wenn man es europäisch machen möchte, dann muss man es so koordinieren, dass es sozusagen auch in einer großen Strompreiszone europäisch funktionieren kann. Und das ist tatsächlich ein schwieriges Unterfangen, weil man mit diesen Unterschiedlichkeiten umgehen muss. Wir glauben schon, dass es gehen könnte. Man darf nicht nur beim Price Cap ansetzen für die Verstromung von Gas, man muss auch bei der Menge etwas tun. Wir haben dazu auch einen technischen Vorschlag gemacht, wie es ginge. Da gibt es übrigens auch eine positive Resonanz, sowohl aus der Generaldirektion Energie als auch aus der Kommission, was dieses Modell der österreichischen Branche betrifft. Aber die Schwierigkeit besteht jetzt darin, zwischen den Mitgliedstaaten einen Ausgleich zu finden, zwischen Staaten, die viele Gaskraftwerke haben und solche, die andere Technologien haben. Denn es geht um sehr viel Geld, wenn man diese Kompensation machen muss, damit die Gaskraftwerke im Markt bleiben. Das ist die Schwierigkeit. Und ich glaube, wenn man hier einen Weg findet, wäre es noch besser als eine Abschöpfung. Das ist aber bis jetzt nicht gelungen. Und das, was die Frau Schubert sagt, da gibt es natürlich auch andere politische Interessen. Wenn Deutschland sagt, wir machen eine Unterstützung bei Strompreis und Gaspreis, und das kostet sehr viel Geld, dann ist man auf die Refinanzierung angewiesen. Und daher ist der Wille, hier einen anderen Weg zu gehen, wahrscheinlich auch nicht so ausgeprägt. Und das ist die Schwierigkeit auf der europäischen Ebene. Das sehen wir natürlich auch. Und für die Unternehmen, das sage ich auch ganz offen, macht es jetzt wenig Unterschied, ob die Gewinne niedriger sind oder ob hohe Gewinne abgeschöpft werden. Ich glaube nur, für die Industrie ist es ein Problem, zuerst hohe Preise zahlen zu müssen und dann lange warten zu müssen, bis Geld hoffentlich zurückkommt, und das noch dazu in einer völlig unterschiedlichen Art und Weise in ganz Europa. Das sieht man jetzt auch zwischen Österreich und Deutschland. Das bringt auch die Unternehmen in Schwierigkeiten. Also unfassbar spannend, vor allem auch, wenn man in der gesamteuropäischen Perspektive bleiben möchte. Der europäische Strommarkt ist ja sehr, sehr vernetzt letztlich schon. Und dennoch, selbstverständlich, gibt es ja große Unterschiede. Herr Professor Hirt, das wirkt jetzt ein bisschen nach, ja, besonders schwierig. Wie auch die Frau Dr. Schubert zu Recht sagt, natürlich, ich muss die Haushalte entlasten. Ich sollte aber auch die Unternehmen nicht überlasten. Dann, wie ich es auch gehört habe von Herrn Strugl, naturgemäß braucht man hier jetzt auch Investitionen in erneuerbare Energien. Da scheint eben auch, das haben auch Sie selbst gesagt, der große Ausweg zu sein. Wie macht man das jetzt am besten? Das ist auch ein bisschen eine Frage, die jetzt aus dem Publikum kommt. Wie ist denn nämlich Ihre Perspektive auf eben die geplante Marktdesignreform, die der Herr Selmer auch schon ein bisschen angesprochen hat? Gibt es da Schrauben, an denen man sehr wohl drehen könnte, obwohl man die Merit Order im Grundzug womöglich beibehalten möchte? Ich glaube, die gibt es auf jeden Fall. Ich glaube, der Ausgangspunkt jeder Marktdesignreform muss sozusagen die Anerkennung der Wirklichkeit sein. Also es macht einen Unterschied, ob wir sagen, das Marktergebnis ist unerfreulich und sozial problematisch. Ich glaube, da sind wir uns einig. Oder ob man sagt, der Markt ist fundamental kaputt. Der Strommarkt, die Merit Order, der Kurzfristmarkt ist kaputt, ist dysfunktional, der funktioniert nicht als Markt. Und ich glaube, letzteres ist nicht der Fall. Das teile ich nicht, diese Analyse. Ich glaube trotzdem, was dieser Markt gezeigt hat, ist, dass nicht der kurzfristige Strommarkt dysfunktional ist, sondern dass wir uns in den ganzen letzten Jahren viel zu wenig Gedanken gemacht haben, wie wir Menschen und Unternehmen vor Preiskrisen sozusagen versichern können. Es gibt diese Instrumente. Jedes Unternehmen in Europa hätte langfristig günstig Strom beschaffen können. Und das haben auch viele gemacht, durch langfristige sogenannte Langfristverträge mit erneuerbaren Energien oder langfristige Beschaffung auf dem Terminmarkt. Diese Möglichkeiten gibt es. Und manche Unternehmen haben das getan, andere haben das nicht getan und stehen jetzt sozusagen vor größeren Problemen. Wer das aber auf jeden Fall europaweit sozusagen natürlich dann nicht in der Lage ist, langfristige Strombeschaffungsstrategien zu entwickeln und zu optimieren, sind 500 Millionen Bürgerinnen und Bürger. Und da müssen wir uns Gedanken machen, wie können wir einen volatilen Strommarkt, den wir brauchen, damit wir immer genug Strom haben, damit Angebot und Nachfrage im Einklang sind, damit es Anreize für Investitionen in Speicher, in Energieeffizienz, in Wind- und Solarenergie gibt. Wie können wir das in Einklang bringen mit dem relevanten
Sicherheitsbedürfnis von Menschen, die sagen, wir sind nicht in der Lage, einfach mal eben unsere Stromrechnung zu verdoppeln oder zu verdreifachen. Wir brauchen Sicherheit, dass unsere Stromrechnung stabil ist. Und dafür müssen wir uns im Marktdesign überlegen, was Preissignale, die notwendig sind, verbindet mit Absicherungsinstrumenten, mit Versicherungslösungen gegen Energiekrisen. Und ich bin ganz zuversichtlich, dass wir das hinkriegen. Sagt Professor Hirt, live zugeschaltet aus Berlin. Vielen herzlichen Dank. Ich werte das auch gleich, wenn ich darf, als das Abschlussstatement. Damit sind wir jetzt auch schon bei der Schlussrunde. Da möchte ich bei Ihnen, Frau Dr. Schubert, beginnen. Was nehmen Sie jetzt raus? Also da ging es schon um recht viele Dinge, also Symptombehandlung versus Ursache. Ein System scheint doch zu funktionieren. Was nehmen Sie raus oder was geben Sie uns im Umkehrschluss mit? Ich darf vielleicht auf das replizieren, was er hier zuletzt gesagt hat. Also ich habe mich wirklich Jahrzehnte mit Finanzmarktinstrumenten beschäftigt und kenne deren Dysfunktionalitäten. Ich glaube nicht an diese privatwirtschaftliche Lösung der Problematik. Ich glaube, das Wichtigste ist überhaupt, die Bevölkerung abzusichern. Und da denke ich jetzt daran, wir haben jetzt, es kommt eine Strompreisbremse, wir haben ja jetzt diese Erfahrungen mit der Deckelung von Preisen, von der Grundversorgung. Und ich glaube, man sollte sich auch langfristig überlegen, ob das nicht eine Lösung wäre, nämlich im Hinblick auf die Energiewende. Weil die Energiewende wird mit steigenden Energiepreisen verbunden sein. Ist ja mal meine Prognose, das wird sehr intensiv kontroversiell diskutiert, Greenflation etc. Aber wir wissen ja auch, dass die Erneuerbaren sehr viel an kritischen Rohstoffen brauchen für deren Produktion, sind ja hohe Kapitalkosten, die man sehr teuer importieren muss. Und ich denke, die Preise werden steigen, sie werden volatil sein und die Bevölkerung muss man absichern. Und ich glaube, man kann sich aus verschiedensten Ländern immer gute Instrumente abschauen. Ich finde nach wie vor, dass die Art und Weise, wie jetzt die Haushalte mit Energie versorgt werden in der Schweiz, ja, wo es einen fixen Tarif gibt, der halt alljährlich geändert wird, einen Tarif, dass das eine Lösung sein könnte, jetzt aus Sicht der Haushalte. Was die Unternehmen betrifft, da muss man weiter diskutieren. Herr Sellmayr, auch wenn es natürlich nicht so einfach ist, aber weil es gerade die Schweiz genannt wurde, ich glaube, da war die höchste Inflation bei 3,5% im August. Wir liegen da so bei in etwa 11, also 10,6 in Österreich zumindest. Ich sage es mal ein bisschen, fast ein bisschen polemisch, wie wird die EU, wie werden wir alle ein bisschen mehr wie die Schweiz? Na, ich hoffe, das werden wir nicht werden. Okay. Ich glaube, der Energiemix der Schweiz hat eine Komponente drin, die man, glaube ich, in Österreich nicht haben das möchte. Das ist Atomkraftwerk, guter Konto. Sollte man ab und zu dazu sagen. Ja. Also ich glaube, ich wünsche mir drei Sachen für die nächsten Wochen und Monate. Erstens, dass wir in der Tat sehr europäisch arbeiten und denken. Denn wir lernen hier, da gibt es Ungarn, da gibt es Deutschland, da gibt es iberisches Modell, Schweiz. Schauen wir uns genau an, was das alles ist, aber vergleichen wir auch nicht Äpfel mit Birnen, sondern schauen wir uns an, was funktioniert, was nicht funktioniert und was in einem gemeinsamen Kontext mit Mitgliedstaaten, die sehr, sehr unterschiedliche Energiemixe haben, was da funktionieren kann. Schießen wir uns dabei nicht ins eigene Knie, lernen wir voneinander, hören wir einander zu und werfen wir nicht mit Pauschalbegriffen unter. Und ich bin da sehr zuversichtlich, dass da die Energieminister untereinander in den letzten Wochen und Monaten durch die enge Zusammenarbeit, die arbeiten jetzt so eng zusammen wie die Landwirtschaftsminister, das sind die erfolgreichsten Minister in Europa, was die Zusammenarbeit angeht. Also ich hoffe, dass die Energieminister da sehr, sehr erfolgreich sein werden in den kommenden Wochen. Das Zweite, was ich mir wünsche, dass wir durchaus die Ernsthaftigkeit der Lage jetzt, obwohl es im Winter die Gasspeicher gefüllt sind, nicht jetzt kleinreden. Also die Krise ist nicht vorbei. Einige, wenn man durch die Innenstadt von Wien geht, die Beleuchtung ansieht, die Heizstrahler und Wärmeausstrahlung sieht, dann hat man das Gefühl, es gibt gar keine Krise. Nein, Achtung, Herr Hirt, hast recht, möglicherweise ist das Schlimmste vorbei, aber vielleicht auch nicht. Vielleicht dreht irgendwann jetzt im Winter Putin auch die letzten 20% noch ab von den Österreich zurzeit, auf die es noch angewiesen ist. Also lassen wir nicht danach, für die Zukunft zu bauen, die Gasspeicher zu füllen. Und je mehr wir gemeinsam machen können, also 15% wollen wir gemeinsam an Gas einkaufen für nächstes Jahr. Also das ist das Mindeste, was wir tun machen in Europa, um die Preise runterzubringen und uns nicht gegenseitig Wettbewerb auch noch in Katar und in Norwegen zu machen. Und das Letzte, was ich mir wünsche, dass wir nicht vergessen, dass jetzt kurzfristig haben wir die Putin-Krise, die Putin-Flation auf den Märkten. Die Klimakrise ist die viel größere Krise und deshalb
es darf nicht sein, dass wir jetzt durch die kurzfristigen Maßnahmen kaputt machen, was den Green Deal und die europäische Politik im Bereich der Förderung der Erneuerbaren angeht. Wir haben gerade vorgeschlagen als Europäische Kommission, dass wir in Zukunft die Genehmigungsverfahren für Wind, Wasser und Sonnenenergie in Europa dramatisch beschleunigen. Es kann doch nicht sein, dass es braucht mehr als 9 Jahre ein Windkraftwerk und mehr als 4 Jahre ein Solarkraftwerk zu errichten. Nein, das muss konzentriert werden. Der Ausbau der erneuerbaren Energien muss zum gemeinsamen europäischen öffentlichen Interesse sein. Und ja, das heißt, dass auch mal in einem Bundesland wie Salzburg ein Windrad aufgestellt werden und vielleicht auch noch ein paar mehr. Denn die beste Energie, die wir für die nächsten Jahre haben, ist die, die kein CO2 erzeugt und diejenige, die uns nicht abhängig von Putin macht. Und da wünsche ich mir, dass wir das alle über diese Krise nicht vergessen, sondern mit 5-fachem Tempo da jetzt hineingehen. Und ich weiß, dass einige der Energieminister, die im Dezember jetzt in Brüssel zusammensetzen werden, auch die österreichische Energieministerin, das sehr gut weiß. Und die Salzburger wissen es ja auch. Das wissen sie nicht oft, das Problem. Aber so, ich nehme es ein bisschen zusammen. Ich lade das ganz viel bei Ihnen ab, Herr Stogl, weil da war jetzt schon sehr, sehr viel drin. Wir haben Merit Order, den Markt, den wir theoretisch ein bisschen anpassen können. Wir haben Greenflation jetzt auch ein bisschen als Begriff schon gehabt. Wir haben eine schon sehr komplexe Lage in Gesamteuropa gehabt. Und Sie haben es auch selbst vorhin schon gesagt, wir müssen da wirklich den Hebel umlegen und brauchen viel, viel mehr erneuerbare Energien. Ich bitte Sie um Ihr Schlusswort und auch ein bisschen um Ihren Ausblick. Eines ist klar, der wichtigste Hebel ist ein rascher Ausbau von erneuerbarer Erzeugung, Netzen und Speichern. Das ist notwendig, um erstens die Versorgungssicherheit zu gewährleisten und zweitens wieder ein vernünftiges Preisniveau zu erreichen. Da geht ja mehr. Wir können ja deutlich schneller werden, wir brauchen aber auch das Geld dazu. So ist es. Wir brauchen schnellere Verfahren, wir brauchen die Flächen. Die Unternehmen sind bereit zu investieren. Unser Unternehmen investiert 1 Milliarde pro Jahr in diesen Ausbau. Die gesamte Branche wird in Österreich bis 2030 fast 50 Milliarden investieren in diesen Ausbau. Und in Europa gibt es ebenfalls große Anstrengungen. Das heißt, das ist der Weg, den wir gehen müssen. Und alles, was wir jetzt tun, muss so gestaltet werden, damit dieser Weg nicht gefährdet wird. Das betrifft auch ein künftiges Strommarktdesign und eine Marktreform. Diese muss den erneuerbaren Ausbau unterstützen und nicht verhindern. Und wenn, egal nach welcher Modellierung und von welchem Institut Sie heute Strompreiskurven anschauen, am langen Ende gehen sie alle nach unten. Das heißt, die Investition in erneuerbare Erzeugung wird auch gut sein für leistbare Strompreise. Was wir jetzt kurzfristig lösen müssen, ist eine Gasversorgungskrise aufgrund einer geopolitischen Veränderung. Das heißt, wenn Europa seine Gasquellen diversifiziert, wenn es auch energieträgerübergreifend Substituierungen gibt, dann wird man auch diese Gasversorgungskrise in den Griff bekommen und das wird dann auch diese Marktverwerfungen wieder mitigieren. Aber ich sage es abschließend noch einmal, das Um und Auf ist der erneuerbaren Ausbau und alles ist, was wir tun können, beschleunigen, Investitionen anreizen, die entsprechenden Marktmodelle dafür gewährleisten. Alles das wird uns helfen und dort sollte unser Fokus auch sein. Und die kurzfristigen Verwerfungen, die zu sozialen Belastungen führen, die müssen wir mitigieren. Das ist vollkommen klar. Es darf nicht zu einer Spaltung in der Gesellschaft kommen und zu einem massiven sozialen Druck. Da verstehe ich, dass man hier auch mit entsprechenden Maßnahmen auch von Seiten der Regierungen, das passiert auch in Österreich, hier helfen muss. Das ist kurzfristig ein Gebot der Stunde und dafür haben wir auch Verständnis und dazu werden auch die Unternehmen ihren Beitrag leisten. Sagt Michael Strogl, der Vorstandsvorsitzende des Verbundes. Ich danke Ihnen vielmals. Ich bedanke mich bei Ihnen allen. Ich denke, wir haben einen sehr allumfassenden Blick auf dieses so wichtige Thema geworfen, von ganz unterschiedlichen Perspektiven. Ich danke Dr. Michael Strogl. Ich danke auch Dr. Martin Sellmeier, der Leiter der Vertretung der Europäischen Kommission in Österreich. Ganz liebe Grüße gibt es nach Berlin an Professor Leon Herd. Und ich danke auch sehr Frau Dr. Helene Schubert, vor allem die beiden. Das waren sehr, sehr spannend, hier
hier auch im Infight quasi zu sehen. Ich danke Ihnen, dass Sie dabei waren. Das war die nächste Ausgabe der Verbund-Morgengespräche. Dankeschön. Wiederschauen.